Jo, dann herzlich willkommen zum Rekru zum Grenadierstrupp-Training. Ja, unter Leitung von Kuckuck. Viel Spaß beim Zuschauen. Microphone activated. Vogel von. So, und das heißt, wir werden nochmal ganz schnell die Theorie durchgehen, da ich bin mir sicher bin, dass ihr das eigentlich mal drauf habt. Hey. Und dann werden wir nach einer halben Stunde rübergehen in den Praxisbereich. Dazu deren links um, mir nach Wasch. Graben vor der Linie vor uns bilden. Burn Irgendwann gibt es Hintergrundgeräusche. So. Dann, ich fange wieder rechts an mit Bremse. Auf welche Personen musst du achten? Auf die Person rechts von mir, die Person dort und mein Nebenmate, dass er nicht umfällt. Wie liegen die Prioritätsbereiche bzw. die Werte? Nein, mein Teammate links von mir. Ist die wichtigste Person. Solange die nicht fällt, ist alles im Grün. Muskelboxen, auf wen musst du achten? Bei mir ist es auch so. Bremse und Lacuna und die zwei hier vorne. Lacuna? Auf Bauchtipp und Arktik und die beiden. Arktik? Einmal auf Laguna, auf den Leutnant Mike und auf die beiden Kerle hier vor mir. Und Mike zum Schluss. Ja, mein rechter Nebenmann, natürlich Artic zu beschützen und wichtig, dass die zwei im Obacht behalten, wenn zum Beispiel der da Antik angreifen würde, dass ich ihn unterstütze und aufpassen, dass der hier nicht backsteppt. Sehr gut. Heißt, jeder hat die Aufgabe, A, den Überblick zu behalten und mit dem Team zu arbeiten, beziehungsweise mit den Teammates links und rechts von einem. Der vierte Punkt, keine Duelle, wird automatisch dadurch geregelt, weil ihr sozusagen gezwungen seid, bei eurem Teammate zu sein, in einem Graben zu verweilen. Somit ist das eigene Backstabben nicht möglich. Es sei denn, wir haben eine absolute Überzahl und können überdehnen, dann kann man da Ausnahmen machen. Doch aktuell erlernen wir im Grenadierstrupp erstmal die Passivfunktionen des Charges und wie wir da agieren können. So, das war schon mal eine gute Wiederholung. Dann. Da, links um, aufrücken. Gibt es noch Fragen erstmal, wie wir den Charge bilden, wie wir in den Charge reingehen? Ne, wurde auch alles wunderbar genannt. Dann, wir nach Masch. Und Freeze. So, der Offizier hat jetzt mehrere Möglichkeiten, wie er agiert und wie ihr darauf auch reagieren müsst. So, was kann denn jetzt alles eintreten? Bremse. Du könntest ein Staffel auf rechts und dann einen Kram bilden und chargen. Oder du gehst nach links und lässt dann von Linie von links aus chargen. Mike? Der Gegner könnte auf uns schießen, wir müssten uns aufsplitten. Nein, ich höre mir das jetzt erstmal anders an. So, Bremse. Du hast gesagt, rechts staffeln und einen Charge vorbereiten oder links rum und schießen. Ne, links rum und dann tatschen. Halt von hier aus. Ah, okay, Dass wir gut. dann, weil sie gerade stehen. Also in einem Positivwinkel. Ja. Gut. Und Mike hat gerade gesagt, wenn der Gegner auf uns schießt, müssen wir uns aufsplitten. Das ist Standardinfanterie, Technik, die sollte drin sein. Automatisch wegstaffeln. Aber ist natürlich auch richtig. Na, Lehne mir nach Marsch. So. Lehne halt rechts um. So, das hier ist gerade der absoluteste Positivwinkel, den man erzeugen kann mit einer Linie. Sprich, der Feind steht in einem 90-Grad-Winkel zu einem. Dort hat man für normal die besten Trefferchancen. Auch wenn sich diese Linie wegbewegt, hätte man mehr Treffer. Rechts um, wieder Marsch. Ah, Linie. Halt, links um. Also, weiß jemand, wie man diesen Winkel nennt? Neutraler Winkel? Entschuldigung. Ja, Neutralwinkel. Warum ist das Ganze denn ein Neutralwinkel? Akuna? Weil es keine Vorteile hat für irgendeine Seite.
keine Nachteile. Ergänzungen? Nein? Gut, war auch richtig. Das Einzige, was passieren könnte, ist, dass die Gegner einen Höhenvorteil hat oder wir einen Höhenvorteil haben, was auch für den Charge wichtig ist. Aber da können wir später auch nochmal drauf eingehen, das mit dem Höhenvorteil angeht. Genau, ein neutraler Winkel, mein Gott. So, dann springt auf links. Marsch. Rechts von uns steht der Gegner. Was für einen Winkel haben wir? Taktik? 91 Grad Winkel. Das ist erstmal richtig. Mike? Negativwinkel. Ein Negativwinkel von der schlechtesten Sorte, genau. Sprich, was heißt Negativwinkel für uns, für den Offizier? Die Farbe steht, dass uns die Linie, die rechts von uns steht, uns so positiv ausgerichtet ist und mit einer Salbe auseinandernehmen kann. Genau, sozusagen. Bremsergänzungen. Um das zu verhindern, kann man sich wegstapeln. Zum Beispiel rechts oder links. Genau, wenn wir uns jetzt in der Bewegung befinden würden, aber wenn die uns jetzt flankiert hätten, hätten wir jetzt die Popo-Karte. So. Wir wollen diese Linien jetzt allerdings chargen. Das haben wir letztes Mal nicht gemacht. Aber wie sollten wir jetzt vorgehen, wenn wir diese Linie chargen wollten? Sprich, der Offizier gibt den Charge-Befehl. Wie muss sich die Mannschaft verhalten? Taktik? Also auf beide Teile aufsplitten, ein bisschen rumspacken, damit man getroffen wird. Und dann halt einen ordentlichen Graben bilden und den Grabenkampf durchführen. Okay, also du hast gerade gesagt, wir machen sozusagen einen rechts um und machen den preußischen Adler links-rechts wegstöffeln und dann einen Graben bilden. Jawohl. Gut. Erste Variante, Mike? Ich würde dieselbe Situation, wie ich gerade schwenkt auf links, schwenkt auf rechts machen, aber halt, dass der Befehl automatisch, sobald Charge heißt, ausgeführt wird. Das heißt, der gemeine Bremse dreht sich nach rechts um, der Rest läuft gestaffelt los, charge die ersten Teil der Linie und versucht den sozusagen dann in der Bewegung den Graben zu bilden. Es geht nicht so viel Zeit und man hat die Möglichkeit auch den feindlichen Feuer auszuweichen. Ja, das ist sehr richtig. Laguna? Was wolltest du sagen, Laguna? Ja, ich hätte vielleicht gesagt, dass der rechte Mann jetzt, weil die Linie jetzt schon weit rechts ist, die halt noch ein bisschen rüberzieht vor allem, dass wir dann halt... Wie rüberziehen? Was? Also, dass Bremse jetzt nur weiter nach rechts rennt, da hinten hin, und wir dann halt so die Linie bilden. Na, der Offizier wird nicht weiterlaufen, weil er jetzt schon einen sehr, sehr guten Winkel hat. Er würde den Winkel nur positiver einstellen, aber immer noch im negativen Bereich. Für uns bleiben. Also der wird nicht überziehen. Bremse? Man könnte auch von meiner Seite aus einen Flügel anfangen, dass man so wegstaffelt, dass der Gegner länger braucht, um an den Rand zu kommen. Weil dann müsste er entweder an Mike rankommen oder irgendwann hier hinten an den Rest des Grabens. Meinst du jetzt weglaufen oder wie? Hä? Nee, wirklich einen Flügel von rechts machen. Sodass ich loslaufe, dann einen Bauxit und so einen Graben bilden, sodass der Graben so steht zum Gegner. Genau, kannst du wieder anrennen. So, wir haben gerade drei richtige Varianten gehört, allerdings mit Voraussetzungen. Sprich, der erste Vorschlag war, wenn wir einen rechts ummachen und gesplittet wie ein preußischen Adler auf den Feind vorgehen mit einem in einem normalen Grabenkampf. So, wann können wir dies machen? Können wir das jetzt machen? Nehmen wir an, das wären alles echte Gegner, können wir das jetzt machen? Arctic? Nein, wir sind in der Unterzahl und müssen ein bisschen aufpassen, was wir tun. Wir sind in der Unterzahl, wir müssen aufpassen, Mike. Die Gefahr besteht in der Situation, dass wenn wir in den Charge gehen, also uns einen Teil der Linie sowieso wegschießen und dann zum Zingen wir verlieren. Wenn wir das so machen würden. Ja, stimmt, weil der Gegner überdehnen kann. Aber wenn wir uns selber bewegen, sind wir ein schweres Ziel. Ja, gut, da kann man natürlich immer noch treffen, ist klar. Ja, Bremse? Und wenn die Ausführung zu langsam ist oder der Gegner schon zu nah dran ist, wird er uns umkreisen, generell. Weil er von beiden Seiten dann höher steht. Von der Mannzahl. Genau. Also, grundsätzlich, was benötigen wir, um einen Neutralgrabenkampf zu bilden, sage ich jetzt mal? Gleiche Mannzahl. Oh, tschö. Gleiche Mannzahl, oder? Mehr, Mann. Ja, genau. Gleiche Mannzahl oder mehr für einen Neutral-Charge. Am besten sogar mehr, weil, wenn der Gegner noch ein paar abschießt, haben wir immer noch
gleich oder vielleicht auch noch mehr. So. Was hatten wir gesagt? Das mit dem Flügel hatten wir gerade gesagt, ne? Mit dem, wir laufen kurz weg und schließen uns hier zum Beispiel an der linken Flanke des Gegners in einen Grabenkampf ein. Sprich, wir erzeugen einen Positiv-Grabenkampf. Was sind Voraussetzungen dafür? Oder wann kann man das machen, eher gefragt, Bremser? Wenn der Gegner nicht nah genug dran steht und wenn das eigene Team begreift, was passiert werden soll, gemacht werden soll und es richtig ausführt. Und vor allem nicht dann sofort in Charge rennen. Ja, das ist natürlich richtig, aber wie sieht's aus mit der Mannzahl? Mit welcher Mannzahl kann man das machen? Beziehungsweise empfiehlt es sich zu machen? Mit unserer Zahl, weil man dann nur einen Teil der Linie gegen sich hat. Und nicht also, genau. Wenn man in Unterzahl ist, ist das eigentlich immer die perfekte Herangehensweise, weil man A, weniger Gegner hat und B, konzentriert vorgehen kann, ein nach dem anderen. Gut. Was war die dritte Variante gleich nochmal? Das war meine, ja. Und ja, wieder nochmal. Das schwenkt auf rechts, also der eine, wie gesagt, der gemeine Bremse bleibt halt stehen, schwenkt nach rechts, in diesem Fall... Würde das dann automatisch passieren, wird gecharged, wie gesagt. Wir probieren das gleich mal aus. Bremse. Okay, können Sie sich mal kurz hier schnell unoffiziell. Oh, ich würde sagen, schwenkt auf rechts, ne? Und dann gleich automatisch charge. Und der Charge wäre gleich der Marschbefehl. Das heißt, die Linie läuft gestaffelt los, geht in den Graben und versucht auf einer Flanke die Überzahl zu gelingen und versucht den Gegner auf einer Seite fertig zu machen. In der Zeit zieht man die Linie. Wenn man die gleiche weniger Mannzahl hat, ist es sowieso positiv, auf der Seite anzufangen. Weil man sowieso dann die ganze Linie hat und muss sich dann mitbewegen, so dass man im positiven Winkel bleibt. Hat man die gleiche Mannzahl, kann man in der Position wie gerade eben dann die ganze Linie auch nach rechts oder links verschieben, so dass jeder sein Gegenüber hat und dass halt jeder Gegner sozusagen geblockt werden kann, wenn man die gleiche Mannzahl hat. Natürlich, wenn es eine Überzahl an, wenn wir mehr Mann als die sind, kann man natürlich versuchen, auch gleich in dieser Situation so zu bleiben, dass die rechte Seite sich in dem Fall, Sie, Herr Unteroffizier, sich zurückarbeitet und die linke Seite versucht gleich in links Push und Druck aufzubauen. User left your channel. Ist ja schon erklärt. Gehen wir mal durch. Was sind Vorteile, was sind Nachteile? Wie viel Mann benötigt man für sowas, um das durchführen zu können? Was meint er? Ein Vorteil ist auf jeden Fall mal, dass wir hier auf der linken Flanke halt eine Unterzahl geschaffen haben beim Gegner. Und ein Nachteil wäre halt, dass die rechte Seite hier bei Auxit zum Beispiel etwas recht ungedeckt ist und von vielen Gegnern angegriffen werden kann. Sprich, was muss gemacht werden, wenn man hier an der linken Flanke eine Überzahl bildet? Direkt gepusht werden. Mike? Wir müssen uns mitdrehen, also die linke, rechte Flanke, also die linke Flanke muss definitiv im Angriffsmodus sein und versuchen den Gegner wirklich zuzusetzen, indem die rechte Flanke zurückarbeitet und auf keinen Fall im Stehen bleibt oder nach vorne geht und angreift. Also die kann schon sich verteidigen, aber das heißt nicht, dass er beispielsweise nach hinten läuft, schlägt, nach hinten schlägt, blockt, ja, und schlägt, aber nicht dann einfach mal eine kurze Aktion macht, nach vorne geht, schlägt und wieder zurückgeht. Das ist völliger Blödsinn, weil wenn er das macht, ist er steht da mitten in der Linie drin und ist definitiv tot. Das ist richtig. Mannzahl? Wie sieht's da aus? Mit welcher Mannzahl kann man das machen? Also ich denke, also jetzt meine Überzeugung her, denke ich, dass man mit dem, auch mit Unterzahl genauso gleich viel Mann oder mit Überzahl machen kann. Die Vorteile im Unterzahl ist, du kannst halt eine Seite angreifen, wenn du sowieso in Unterzahl bist, musst du dich sowieso für eine Seite entscheiden. Du kannst halt den Graben nicht auf die Länge ziehen des Gegners, da wird man ja gnadenlos verlieren, die Lücken werden zu groß und der Gegner würde einfach durchchargen. Bei gleicher Mannzahl kann man das natürlich auch verwenden, die linke Seite zu pushen, die rechte Seite kann dann halt mit ein paar mehr Mann die Seite erstmal defensiv halten, bis wir dann mit angekommen sind, um den Kreis zu schließen. Bei einer Überzahl ist es ja logisch, dass es auch wieder die Vorteile hat. Nachteil ist natürlich, bei Unterzahl, man sollte darauf achten, dass die rechte Flanke, die in Unterzahl kämpft, das heißt einen sehr starken Push gegen sich haben wird, dass sie sich auf jeden Fall sicher und diszipliniert zurückarbeitet und nicht reingeht und versucht irgendwelche Kills zu holen, die sowieso sinnlos wären, weil wir sowieso schon in Unterzahl arbeiten. Weil 1 ist 1 Kill, bringt uns in dem Falle gar nichts, würde ich damit sagen. Ja, eine 1.